Herzlich willkommen, Arne Lietz, hier in Dessau beim offenen Kanal. Und wir sehen ja im Hintergrund, wir haben das Thema Willkommenskultur. Ja. Es wird häufig zurzeit diskutiert. Wir kennen alle die bedrückenden Bilder, die wir im Fernsehen sehen. Und das Thema Willkommenskultur lässt uns da einfach nicht los. Mhm. Und neben all den Dingen, die wir uns hier lokal ausdenken oder wie wir im Land damit umgehen wollen, so bleibt es ja nicht außen vor, dass auch die Europäische Union eine große Rolle dabei spielt. Mhm. Und aus dem Grunde ist hier mal ganz wichtig, auch mal das zu erörtern eigentlich, wie man aus EU-Sicht Willkommenskultur versteht und wie man damit umgeht. Aber vorerst nochmal für die Besucher auch, herzlich willkommen, Arne Lietz vorzustellen. Arne Lietz ist Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2014. Mhm. Und er ist ein Mensch, der in Mecklenburg-Vorpommern geboren ist, der sein Abitur 1994 mhm. machte und dann eigentlich schnell in die internationalen Gefilde aufbrach. Na, also wie ich das gehört habe, war der Zivildienst in den USA gewesen. Dann gab es einen Studiengang in Richtung Geschichte, Pädagogik, glaube ich, war mhm. es gewesen. Und das hat man nochmal geteilt, einmal an der Humboldt-Uni in Berlin, dann in Südafrika. Mhm. Na. Dann gab es wieder einen Sprung in die USA, wo man ein paar Jahre beruflich aktiv war. Dann ging es ganz regional wieder in unsere Gefilden. Dann war man Referent des Bürgermeisters in der Lutherstadt Wittenberg, mhm. wo man sich auch sehr stark mit der sachsen-anhaltischen Kultur und vorbereitet Reformationsjubiläum. Und das war ja gerade in diesen Jahren. Wann war das gewesen? Also ich bin seit 2010 in Sachsen-Anhalt und wir haben uns seitdem auch auf das Reformationsjubiläum 2017 genau. vorbereitet. Also alles das, was wir die nächsten genau. Jahre jetzt in, im ja. Ergebnis erleben werden, ist ja dann schon in dieser Regie dann auch mit begleitet worden. Ja. Und ja, und dann kam 2014 die Entscheidung, sich als, oder 2013 war das wahrscheinlich schon gewesen, als Kandidat für die EU, für das Europäische Parlament anzutreten. Und dann 2014 die Wahl. Genau, ich war Nachrückkandidat, das kam überraschend, aber ich war die letzten drei Monate vor der Europawahl dann als Kandidat im Rennen, genau. Genau. Ja. Na, und mhm. dann lief die Wahl auch so erfolgreich, dass ja. man dann ja. 2014 im Juni, denke ich, war das gewesen. Ne? Ja, im Mai war die Wahl, aber Juni fing es an und der richtige Beginn, der parlamentarische, war 1. Juli. Ja, genau. Ja, aber dann fuhr man schon mal rüber und guckte sich seine Arbeitsräume an, ging mit den Kollegen ins Gespräch, genau, überlegte, genau. welche Ausschüsse man macht. Genau. Richtig. Ne? Ja. Die EU ist für manche sehr weit weg mhm. und oft nicht spürbar, wie sie hier vor Ort wirkt. Mhm. Ja, und ich hatte mich im Vorfeld nochmal informiert. Es gibt zwischen 2007 und 2014 allein nur für unsere Stadt hier mhm. 23 Millionen Euro, die die EU hier in die verschiedenen Projekte gegeben hat. Mhm. Ob das jetzt nun Bildungsfragen waren, ob das in die Wirtschaft gegangen ist, ob das in irgendwelche baulichen mhm. Prozesse hineinging. Also es sind jeweils größere Summen, die die EU auch ganz regional hier verausgabt. Und so als kleines Mitbringsel habe ich jetzt mal hier so ein, ich will mal sagen, als Art Pokal bezeichnen. Ja. Das war jetzt aus meiner Tätigkeit. Ich bin ja in der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz dort in der Denkmalpflege tätig. Ja. Und auch da war ein Projekt gewesen, was komplett mit EU-Geldern bezahlt worden mhm. ist, das chinesische Haus. Und da ich das so begleitet hatte, bekam das dann hier so einen kleine Aufmerksamkeit. Ja, das beschreibt auch ganz gut, dass tatsächlich Europa uns alle unterstützt, auch hier unsere Infrastruktur sozial, aber baulich auch mit auf die Beine zu stellen. Erstmal wollen wir noch die Tätigkeiten in der EU, die jetzt in ihrer Tätigkeit liegen, diesen Ausschüssen. Mhm. Es gibt meines Wissens drei Ausschüsse, genau, in denen man tätig ist. Ja, also je nachdem, die meisten Kollegen haben zwei. Ich habe drei Ausschüsse. Bei dem letzten bin ich stellvertretendes Mitglied. Meine Hauptausschüsse, die wichtigsten, sind Auswärtige Politik. Das betrifft die weltweite Außenpolitik, aber insbesondere auch Nahost. Ich bin zuständig für Israel mhm. und Korea, was aufgrund der noch anstehenden, hoffentlich kommenden Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea passiert. Und dann gibt es den zweiten Ausschuss, den ich betreue, das heißt Entwicklungspolitik. Das betrifft alle Projekte in den entwicklungspolitischen Ländern, aber auch Unterstützung eben in das andere Thema reingehen, was Flüchtlingspolitik betrifft. Also Fluchtursachenbekämpfung ist so ein neues Wort, was letztes Jahr aufgetaucht ist. Daran bin ich tätig und wie Sie schön gesagt haben, Europa und
Kommune, hier sieht man, dass Außen- und Entwicklungspolitik mittlerweile Kommunalpolitik geworden sind, wenn wir uns die Flüchtlingssituation anschauen. Ja, und der dritte Ausschuss, der passt da auch ganz gut rein, das ist der Ausschuss für Menschenrechte. Mhm. Nämlich, welche Menschenrechte haben wir? Es gibt ja politische Menschenrechte, aber auch soziale und kulturelle Menschenrechte. Mhm. Und dafür steht auch Europa. Und insofern geht es darum, auch die nach außen zu vertreten, dafür zu werben, aber auch im inneren europäischen Raum zu gucken, dass wir die selber einhalten. Ja, ja. Das ist so der Themenbereich, der ganz gut zusammenpasst. Genau. Und das passt ja auch gerade zu diesem Thema hier, Willkommenskultur. Ja. Ne? Also gerade diese Menschenrechtsfragen auch. Ja. Und deswegen vielleicht auch gleich so die erste Frage auch, also wie sieht die EU eigentlich Willkommenskultur? Ist ja nur nicht nur auf uns Deutsche bezogen, sondern es ist ja praktisch als gesamtheitliches Geschehen zu bewerten. Also wie sucht man da eigentlich die Wege? Ja, wir haben eigentlich vertraglich geregelt eine offene Willkommenskultur, dass die Menschen, die vom Krieg verfolgt sind, die Asyl beantragen, dieses Asyl auch gewährleistet bekommen sollen, wenn sie aus Kriegssituationen kommen, wenn ihr Leben bedroht ist. Interessanterweise und bedauerlicherweise wird dieses Willkommen bzw. Diese Asylgewährung nicht von allen Ländern so gelebt, wie sie eigentlich auch vertraglich unterschrieben haben. Von daher haben wir einige Länder, die ausgestiegen sind und das teilweise damit begründen, wo die Flüchtlinge herkommen und welche Religion sie sind. Mhm. Das ist beispielsweise wieder ein Thema der Menschenrechte. Wir haben die Religionsfreiheit. Wir in Sachsen-Anhalt haben die überwiegende Bevölkerungsanteile, die keiner Religion angehören. Auch das ist ein Recht. Die nächstgrößte Gruppe sind die Christen. Dann haben wir einige Muslime und einige Juden, auch hier in Dessau beispielsweise. Mhm. Und einige Länder haben gesagt, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, weil wir eine andere Kernreligion bei uns in der Gesellschaft haben. Das ist beispielsweise die Slowakei, aber auch Ungarn hat das gesagt. In Polen hört man sowas auch vereinzelt. Und das ist beispielsweise nicht hinnehmbar. Wir sind ein offenes Europa, wir haben die Religionsfreiheit. Und das andere ist eben die Frage auch der sozialen Integration. Einige Länder sagen, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen, darauf haben wir uns nicht eingestellt. Und auch da gibt es Unterschiede und ich bin sehr froh, dass Deutschland hier, nachdem wir jahrelang diese Willkommenskultur, die ja bis jetzt von den anderen Ländern, die an der Grenze gelebt wurden, also insbesondere Griechenland, Malta, Italien, die jahrelang gerufen haben, wir brauchen Unterstützung, wir schaffen das nicht alleine. Da haben wir uns nicht ruhmreich mit eingebracht. Und jetzt zeigen wir aber durchaus die Solidarität, die auch seit Jahren gefordert wurde und übernehmen hier einen großen Anteil der aktuellen Unterbringung der Flüchtlinge. Ja. Ich sage auch immer, es gibt keine Flüchtlingskrise, sondern eine Verteilungskrise. Und das ist der Punkt, auf den wir hinkommen müssen. Und das Gute ist, es geht um Menschen und in jedem einzelnen Fall. Und Willkommenskultur ist dann auch jeder einzelne Fall. Ich hatte heute beispielsweise ein Gespräch mit einer älteren Frau hier bei uns aus der Region, die mich angesprochen hat, dass sie und ihr Mann gerne ein Kind aufnehmen wollen. Auch hier in Dessau gab es gerade ein Gespräch von der Landesregierung, wie das erfolgen kann, dass man minderjährige Flüchtlinge aufnimmt. Und das ist Willkommenskultur, wenn sich eigene Menschen, aber auch Institutionen oder auch Städte, Kommunen, öffentliche Träger dazu bekennen, hier Menschen unterzubringen, sie zu begleiten, die ersten Schritte zu gehen und zu unterstützen. Und das trifft in ganz Europa zu, aber auch bei uns in der Region und bei uns in der Stadt und in den Dörfern. Ja. Das ist ja auch löblich, wenn so etwas stattfindet. Ja. Das ist immer wieder beeindruckend, also was da auch für eine menschliche Wärme da ist, ne? Oft so etwas zu realisieren. Aber es ist ja doch ein großes Spannungsfeld. Ja? Das geht ja nicht jedem so. Und auch zwischen den einzelnen EU-Ländern ist das ja nicht ganz so, dass man da so ein Herz und eine Seele ist. Und ich hatte neulich gehört, dass in einem MDR-Interview war das, glaube ich, gewesen, oder in einer MDR-Fernsehsendung. Ich hatte eine MDR-Talkshow, genau. Genau, ne? Talkshow war es gewesen, wo mit einer polnischen Journalistin oder Parlamentarierin war es gewesen, gesprochen wurde, die einen sehr, auch aus einem konservativen Lager kommt, also praktisch aus einer Herkunft, die eigentlich auch manchen Flüchtlingsströmen ablehnend gegenüberstehen. Wie, kann man da vielleicht mal ein bisschen wiedergeben, wie sie eigentlich reagiert hat darauf? Das ist eine sehr gute Frage. Also das Willkommen und das selbstverständliche, solidarische, auch untereinander Aufteilen der Flüchtlinge, damit wir
als große Region, wir haben über 500 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Ja, ja. Im Vergleich zu den Grenzländern, wo wir teilweise von einem Viertel der Bevölkerung als Flüchtlingspopulation sprechen, haben wir eine sehr viel größere Möglichkeit mit 500 oder über 500 Millionen Einwohnern. Und diese polnische Kollegin hat in diesem MDR-Talkabend erklärt, dass Polen selbstverständlich, weil sie jahrelang profitiert haben von der Weiterentwicklung, Polen ist ein Musterbeispiel, ein tolles Land, was sich so toll weiterentwickelt hat, mit der und durch die Europäische Union. Und dass sie mit der größten Selbstverständlichkeit sagt, dass wir nach einem Schlüssel, der festgelegt wurde, dementsprechend auch Flüchtlinge aufnehmen müssen. Und insofern ist es glücklicherweise noch parteiübergreifend, dass es hier darum geht, dieses Thema gemeinsam anzugehen. Und wir sind, wenn man von Europa spricht, auch in unterschiedlichen Situationen. Das Europäische Parlament sowie die Parlamentarier hat sich klar dafür ausgesprochen, Flüchtlinge aufzunehmen. Und da geht es beispielsweise in den Kriterien darum, wie groß ist die Arbeitslosigkeit, wie viel Bruttoinlandsprodukt wird jedes Jahr erwirtschaftet, wie viele Menschen leben in dem Land. Das heißt nicht, dass alle selbst die gleiche Menge aufnehmen sollen an Flüchtlingen wie die stärksten und größten Länder, in dem Fall Deutschland. Und wir haben die Situation, dass das Parlament sich klar dafür ausgesprochen hat, in zwei Beschlüssen. Aktuell gibt es die Zahl 160.000 Menschen. Diese Zahl ist mittlerweile durch die Realität überholt, aber dazu gibt es Beschlüsse des Europäischen Parlamentes, einmal zu 40.000 im Frühsommer und jetzt im Herbst nochmal zu 120.000, deswegen insgesamt 160.000. Das wird von dem Parlament gelebt, auch von der Kommission. Und es gibt eine weitere wichtige Institution, das ist der Europäische Rat. Und dort sprechen sich und treffen sich die Regierungschefs, wie auch jetzt aktuell, gerade wieder in den letzten Tagen. Und die Regierungschefs, und dem steht Herr Tusk vor, die haben für sich entschieden, dass diese 160.000 Menschen verteilt werden sollen auf alle Mitgliedstaaten. Interessanterweise gab es hier zum ersten Mal eine Übereinstimmung von einigen Ländern, die da nicht mitmachen wollen. Also insbesondere Ungarn beispielsweise sperrt sich hier. Und hier geht es darum, dass diese Abstimmung trotzdem stattgefunden hat. Und jetzt gibt es einen Rückschlag. Den Rückschlag gibt es nicht vom Parlament und nicht von der Kommission, aber von den Regierungschefs und vom Präsident selber. Tusk hat vor kurzem ganz klar gesagt, dass die anderen Länder überrumpelt wurden, was einfach ein demokratischer Prozess ist. Und insofern hoffe ich, dass eine neue Entwicklung jetzt Frucht bringt, nämlich ein Club der Willigen, so nennen sie sich selber, von Deutschland mit angestoßen, sind wohl aktuell über 10 Länder, die ganz klar gesagt haben, das, was dort vereinbart ist, die Verteilung der 160.000, da geht es insbesondere um die Grenzländer, insbesondere auch um Griechenland, die nehmen wir wahr und die setzen wir um. Wir haben aktuell um die 200 bis 300 Menschen, die überhaupt jetzt umgesiedelt wurden in Länder. Das heißt, der Prozess hat noch gar nicht begonnen. Ja, ja. Und es ist gut, dass es jetzt diese Koalition gibt. Und daran muss weitergearbeitet werden, dass alle 25 bzw. 28 Mitgliedstaaten dabei sind. Genau, und nicht nur die drei stärksten Länder. Wir haben ja in Deutschland den Königsteiner Schlüssel, ja, wo man eben eine Art von Verteilung hat innerhalb der Bundesländer. Und wenn ich recht informiert bin, bekommt ja Sachsen-Anhalt 2,8 Prozent der Flüchtlinge zugewiesen, die in Deutschland ankommen. Ist das so ähnlich dann auch in der EU, wo man dann auf die einzelnen Nationalstaaten so eine Art Verschlüsselung dann bringt? Genau, das war die für die 160.000 Menschen angedachte Verschlüsselung eben der Kriterien der Größe der Länder, ihrer wirtschaftlichen Stärke, ihrer Einwohnerzahl, aber auch der Arbeitslosigkeit. Und dementsprechend wurde das austariert, das heißt die Länder, die in diesen Punkten schwächer aufgestellt sind als die starken Länder und die stärksten drei, die müssen dann nur adäquat Personengruppen aufnehmen. Das finde ich gerecht und wichtig. Und wenn wir sagen Willkommenskultur, was bedeutet Willkommenskultur, dann muss man auch sagen, können wir noch viel voneinander lernen. Deutschland hat beispielsweise als europäisches Land sehr früh nach dem Zweiten Weltkrieg mitbekommen, dass die Menschen nicht reichen, um das Land wieder aufzubauen. Wir haben Gastarbeiter ins Land geholt. Wir hatten eine hohe Arbeitslosigkeit in Italien beispielsweise. Wir haben Gastarbeiter aus der Türkei geholt, auch aus Griechenland, damit meine ich die alten Bundesländer. Und über Jahre hat man es festgestellt, diese Menschen müssen auch integriert werden. Die haben Familien, die mittlerweile nachgezogen sind. Und Deutschland hat über Jahrzehnte gebraucht, überhaupt zu diesem Wort zu kommen, was letztendlich selber mitentwickelt wurde, nämlich, dass wir ein Einwanderungsland sind. Vor kurzem gab es noch die Frage, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Natürlich gehört er das, wie alle anderen Religionen auch. Wir haben ja Religionsfreiheit. Und von daher heißt es Willkommenskultur leben,
diese Erfahrung jetzt einmal auf Ostdeutschland zu erweitern. Wir haben im Vergleich zu Frankfurt am Main sehr viel weniger Menschen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge. Genau, genau. Wir haben um die 2% maximal. Von daher sind wir noch gar nicht in gleichzusetzen. Da müssen wir auch mal ganz ruhig die Füße stillhalten. Aber jetzt geht es darum, diese Länder, und damit meine ich auch Ungarn, damit meine ich Tschechien, damit meine ich die Slowakei, diesen Ländern zu zeigen, wie das überhaupt geht. Diese Länder haben ja von sich aus nicht gesagt, wir wollen Gastarbeiter haben. Hier geht es ja um Flüchtlinge, um Kriegsflüchtlinge. Hier geht es um Asylantragstellern, die bis jetzt in diesen Ländern so nie stattgefunden haben. Und von da heißt es auch Willkommenskultur leben, dass wir uns gerade auch aus Ostdeutschland mit einer ähnlichen Geschichte eines ehemaligen sozialistischen Staates oder ein Bereiches hier ebenfalls anders einbringen können und nochmal zeigen können, dass es geht. Auch wir haben Schwierigkeiten. Es gibt im Land das Landesnetzwerk LAMSA, die dort sehr aktiv sind, die auch beraten, wenn jemand aufnehmen möchte oder auch Menschen einladen möchte in Institutionen, in Schulklassen. Die kann man hier ansprechen, also LAMSA hier in Sachsen-Anhalt. Was heißt Willkommenskultur als Institution oder auch wenn Menschen in die Schulen gehen können? Dafür ist das Netzwerk da und ich habe mit dem tschechischen Premierminister jetzt letztes Wochenende gesprochen, der war auf dem Bundesparteitag, aber auch im Europäischen Parlament bereits, dass wir versuchen, hier uns anzubieten, zu erzählen, wie wir das in Sachsen-Anhalt angehen und gleichzeitig empfohlen, aus den alten Bundesländern hier ebenfalls die Erfahrung abzufragen. Was heißt es, ein Willkommenszentrum in der Stadt zu haben? Stuttgart ist da bestens aufgestellt. Andere Städte auch, andere Regionen. Hier können wir und müssen wir voneinander lernen. Ja, ja. Und Willkommenskultur ist ein komplexes Gebilde. Es geht in die Bildung, es geht in die Sportvereine. Richtig. Dort haben wir tolle Entwicklungen von den syrischen Flüchtlingen beispielsweise, die jetzt auch in Wittenberg, aus dem Bereich komme ich ja, jetzt in den verschiedenen Sportvereinen schon richtig mittrainieren und mit dabei sind, in die andere Kultur. Auch das, ist wichtig. Zum Thema Integration kommen wir gleich nochmal. Ja. Das ist ein weiterer Punkt. Aber jetzt nochmal, jetzt befinden wir uns also in einem Lernprozess, also in Europa. Man lernt praktisch auch von dem anderen, was hat er an Erfahrung gesammelt, was kann ich in ein anderes Land weitergeben. Mir sind nochmal so ein paar, um das nochmal bewusst werden zu lassen, so an Zahlen durch den Kopf gegangen. Also ich habe gehört, so 2,8 Millionen Flüchtlinge soll es nach Europa sich bewegt haben in diesem Jahr. Und wenn man das mal auf die 500 Millionen Europäer sieht, sind das 0,5%, also marginal eigentlich. Ja. Ne? Ja. Wenn wir die Verteilung hinbekommen. Wenn wir die Verteilung hinbekommen, vollkommen richtig. Ja, ja. Ja. Und jetzt, bevor wir das so mit diesem Integrieren ansprechen, ist für mich nochmal die Frage erstmal wichtig, versteht sich, wie wir Deutsche jetzt hier anfangen, auch als Einwanderungsland zu agieren, weil bei uns Bewusstsein auch gereift ist, dass wir diese demografischen Probleme haben und hier eigentlich auch Bevölkerung brauchen. Ist das auch europäisch so bewusst? Also trifft das auch für die EU zu sagen, wir sind eigentlich in einem Prozess des Schwundes und uns ist eigentlich auch mit Zuwanderung geholfen, um diese Einwohnerzahl konstant zu halten? Das hängt sehr davon ab, wen man in diesem großen Europa fragt. Also die institutionellen Vertreter, beispielsweise Herr Juncker, der Kommissionspräsident, der sagt sehr klar, wir leben aktuell in dieser Situation zu wenig Europäische Union. Wir haben zu wenig Europa und zu wenig Union. Er, aber auch Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, haben bereits damals im Wahlkampf, aber auch jetzt ganz eindrücklich gesagt, wir sind ein europäischer Kontinent und dieser Kontinent ist Einwanderungskontinent. Das heißt, nicht nur Deutschland als Einwanderungsland, sondern Europa ist Einwanderungskontinent. Und das heißt, wenn wir das wirklich leben wollen, müssen wir das jetzt angehen. Wir sind jetzt noch in nationalen Asylgesetzgebungsprozessen. Das müssen wir europäisieren. Wir müssen europäische Standards setzen und zwar für eine gezielte Einwanderung auch an Kräften, die wir brauchen und gleichzeitig immer die offene Haltung haben für Kriegsflüchtlinge. Und hier braucht es eine europäische Gesetzgebung für die Menschen, die zu uns kommen wollen, zu uns kommen müssen, weil sie woanders verfolgt werden. Und das muss jetzt europäisch angegangen werden. Das kann nicht nur im Nationalen bleiben. Und von daher sprechen sich viele dafür aus, andere wiederum sprechen sich dagegen aus. Und obwohl mehrere, auch osteuropäische Staaten, in der demografischen Entwicklung ähnliche Situationen haben wie Ostdeutschland, sprechen sie sich dagegen aus, auch aufgrund ihrer nationalen Politiken. Hier geht es darum, dass es nationale Bewegungen gibt, die sehr viel stärker zunehmen. Wir haben bei den Wahlergebnissen sehr viel mehr national-konservative bis rechtsnationale Regierung oder Parlamente, die sich jetzt mehr und mehr verändern. Das
ist auch in Skandinavien der Fall, das geht quer durch Europa. Und von daher wird diese Einsicht, dass wir uns demografisch und auch für uns in Ostdeutschland sehr, sehr wichtig, auch wirklich umgucken und das als Chance begreifen und als Notwendigkeit sogar, dass wir die Infrastruktur aufrechterhalten können, wird das konterkariert durch einen nationalistischen Populismus, um mit Ängsten der Menschen zu spielen, um damit mehr politischen Einfluss und Macht zu bekommen. Das ist ein ganz neuer Prozess. Mhm. Und diese Wahlsituation, die gibt es nicht nur in den anderen europäischen Ländern. Auch wir hier in Sachsen-Anhalt haben beispielsweise neben anderen zwei Bundesländern jetzt Landtagswahlen. Und wir erleben das ähnlich. Bei uns gibt es auch eine rechtsnationale Bewegung. Auch das habe ich mit dem tschechischen Premier besprochen. Als er uns sagte, ja, wir nehmen am liebsten keine auf, weil es sonst antieuropäische Strömungen gibt. Hier im Land hat der Ministerpräsident ausgerufen, dass wir nur 12.000 Menschen willkommen heißen können jedes Jahr. Das ist rechtlich so überhaupt nicht möglich. Es gibt den Königsteiner Schlüssel und der richtet sich auf ganz Deutschland. Er hat hier insofern versucht, die CSU rechts noch zu überholen. Er ist ins Populistische gegangen, wahrscheinlich um die AfD hier in die Schranken zu weisen. Oder denkt das, ich bin sehr froh, dass es eine demokratische Ohrfeige sozusagen jetzt auf den Landesparteitag gab. Die CDU hat sich klar hinter Merkel gestellt. Wir sind auch ein Teil des Europas und auch hier gibt es Rechtsextremismus. Und da geht es darum, dass alle Parteien, die demokratischen Parteien, sich jetzt nicht auf den Leim oder nicht auf den Leim gehen mit Rechtspopulismus, auch mit Gefahr und Angst, die aus dem neu entstandenen Terrorismus aus Frankreich mitkommt. Ja, hier haben wir beispielsweise eine Veränderung auch der politischen Diskussionslage, was die Persönlichkeitsrechte angeht, insbesondere aktuell der Fluggastdatenspeicherung, wo bisherige Prozesse, die eindeutig waren, gekippt werden, weil mit der Angst und dem Populismus Persönlichkeitsrechte eingeschränkt werden sollen. Man sieht aber, und das war in Frankreich der Fall, auch mit der sogenannten Vorratsdatenspeicherung, also die Telefondaten, man nicht viel mehr ausrichten konnte. Und die haben ja nur alles gespeichert. Und die haben alles gespeichert. Die Terroristen in Frankreich sind leider doch zum Zuge gekommen. Das ist sehr bedauerlich, aber man muss sehr doll abwägen, wie man die Freiheit einschränkt. Und wir hatten bei anderen Anschlägen in Norwegen beispielsweise, da hat der Ministerpräsident gesagt, wir brauchen mehr Freiheit. Mhm. Und auch das ist eine Debatte, die aufgrund der Flüchtlingsströme oder der Menschen, die jetzt zusätzlich nach Europa kommen, wichtig ist. Deutschland wurde bis jetzt auch international so wahrgenommen als ein Land, was durchaus offen ist. Trotz aller rechtspopulistischen oder auch an bewussten Aktivitäten, die es gibt im Land, hat sich ja trotzdem im internationalen Bild eigentlich Deutschland als ein Land erwiesen, was doch den Flüchtlingsströmen offen gegenüberstand. Ja. Wir wissen aber, dass manche Gesetzlichkeiten dem hinterherstehen. Ja. Gibt es eigentlich in der EU ein Land, was man so als Musterland bezeichnen könnte? In der Integration? Naja, auch im Rahmen der Gesetzlichkeit zu sagen, also wir verstehen uns als ein Einwanderungsland, wir verstehen uns als jemand, der Integration wirklich leben möchte, indem wir auch unsere Gesetze so stricken. Mhm. Ne? Also viele Länder leben das ja schon seit Jahren. Schweden ist eines der Länder, die wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass sie so eine Gesetzgebung haben, auch so eine Gesellschaft haben, auch Zielland waren von vielen Flüchtlingen, weil sie das wussten. Mhm. Viele Schweden oder in Schweden werden viele Flüchtlinge aufgenommen. Wir haben beispielsweise im Pro-Kopf-Vergleich in Schweden und in Österreich mehr Flüchtlinge in diesen Ländern als in Deutschland. Also wir Deutschen haben numerisch die meisten Flüchtlinge. Wir sind aber im Pro-Kopf-Vergleich und darum geht es ja. Es geht ja schlussendlich darum, wer lebt in den Städten und Dörfern, wie viele sind das, wie viele müssen integriert werden, willkommen geheißen werden. Und in dem Punkt sind wir noch gar nicht mal führend. Ja? Und Herr Juncker hat auch eingeladen, kommt auch nach Luxemburg. Luxemburg auch, ist das erste Land, wo die meisten Flüchtlinge der wenigen, die jetzt umgesetzt oder sozusagen eine andere Lebenssituation bekommen in ein anderes europäisches Land, da die ersten jetzt mit aufgenommen hat. Okay. Integration nochmal. Ist schon kurz angerissen worden, also mal ganz regional gesehen, in Sportclubs, in verschiedenen kulturellen Bereichen versucht man, diese Menschen einzubinden, die zu uns gekommen sind.
Aber gibt es irgendwie von der EU eine Strategie oder eine Empfehlung oder eine Handhabe, die man noch weiterreichen kann? Mhm. Wie versteht man Integration? Mhm. Bis wohin soll die gehen? Es gab ja in den Jahrzehnten zuvor, ja, so habe ich es irgendwie verstanden, auch ein sehr, ich will nicht sagen lax, aber ein sehr nicht wahrgenommenes Themenfeld dort. Ja? Also man hat die Zuströme zwar akzeptiert, hat zugelassen, aber sich nicht weiter um Integration gekümmert. Deswegen gibt es ja so bestimmte Gebiete in Europa, wo sich eben soziale Fragen ballen, ne? Und auch ethnische Gruppierungen ballen und auch zu Konflikten führen. Lernt man jetzt daraus und versucht man da jetzt Integration als ein vollkommen neues Themenfeld auch aufzuarbeiten, zu verstehen? Ich glaube, das Themenfeld ist einfach durch die Realität jetzt gekommen. Dieses Jahr ist der Durchbruch zu diesem Themenfeld. Jetzt heißt es auf einmal, sehr schnell dieses Themenfeld zu gestalten und es anzunehmen, sodass sich keine Länder überfordert fühlen oder überfordert sind, wie viele Länder, die beispielsweise auf der Balkanroute, sozusagen, wo die Flüchtlinge, viele Flüchtlinge aus Syrien kommen, mit Fragen und mit Menschen, Gruppen, auch mit Anzahl von Flüchtlingen auf einmal konfrontiert sahen, die sie so überhaupt nicht handhaben konnten und dort Unterstützung bekommen haben. Die Europäische Union und insbesondere die Kommission und das Parlament haben sich darauf geeinigt, dass ein Büro zur Unterstützung der Asylunterstützung für Länder aufgestockt wird. Wir brauchen eben genau diese Beratungsarbeit und die geht bis in den kommunalen Bereich. Und ich lade seit Monaten dazu ein, auch wir in Sachsen-Anhalt haben Kontakte in verschiedene europäische Länder, auch die, die jetzt Schwierigkeiten haben oder sich noch weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Unsere Erfahrung dort, weil man schon im Kontakt ist, man hat Vertrauen zur Städtepartnerschaft, man hat Vertrauen zur regionalen Partnerschaft, auch über das Bundesland. Und hier gilt es ebenfalls, diese ganzen Aktivitäten, die Kanäle zu nutzen. Europa ist nicht nur die politische Ebene, sondern auch die kommunale Ebene. Und da gilt es jetzt genau, das den Partnern auch mit anzubieten und über solche europäischen Mittel auch zu verstärken. Es gibt, und das war sehr schön, wie Sie das eingeführt haben, europäische Unterstützung für Bauprojekte, aber auch europäische Projekte für soziale Integration. Genau, wir haben beispielsweise in Sachsen-Anhalt Projekte, wo Frauenhäuser mit europäischen Sozialmitteln unterstützt werden, also Beratung für Frauen, Beratung für Jugendliche, damit sie überhaupt ihren Berufsschulabschluss schaffen und dann auf unseren Arbeitsmarkt eine Chance haben und auch hier bleiben in unserem Bundesland. Richtig, genau. Auch das passiert über europäische Mittel. Und jetzt gibt es das Angebot und die Möglichkeit, diese sozialen Mittel auch für die Integration verstärkt zu nutzen, von der Kommission angeboten. Jetzt gilt es eben, das zu setzen. Und ich glaube, die Argumentation, die man oft hört, auf der einen Seite muss man ganz klare Grenzen setzen, wenn europäische Staaten in den Nationalismus abdriften, so wie die Frage der Todesstrafe bei Herrn Orban kam. Aber auch wie jetzt, und das muss man sehr vorsichtig betrachten, das Verfassungsgericht in Polen ausgehebelt wird durch die neue Regierung. Wir sind glücklicherweise in einer rechtskonformen Raum gemeinsam unterwegs. Und das darf nicht verlassen werden und die Länder müssen dementsprechend sanktioniert werden und ihnen muss gedroht werden, dass das Auswirkungen hat auf ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Union, in dem Fall bei Ungarn in ihrer Teilhabe, Mitglied der Europäischen Union zu bleiben. Auch dazu gab es jetzt gerade in Straßburg im Europäischen Parlament einen Beschluss, hier stärker vorzugehen. Auf der anderen Seite darf man den Ländern nicht das Geld streichen, sondern die Länder, die sagen, wir machen das jetzt, wir wollen Willkommenskultur auch bei uns integrieren, habhaftbar wirklich für Flüchtlinge entwickeln, diesen Ländern Geld zu geben, damit sie diese Integrationsleistung, auch die Kapazitäten dementsprechend entwickeln. Und es müssen Positivanreize geschaffen werden, aber nicht nur die Androhung, dass Geld gestrichen wird. Dadurch dreht man, glaube ich, die Spirale des Nationalismus in einigen Ländern weiter. Und das ist ein Prozess, der aber durchaus auch direkt mit Tacheles miteinander besprochen werden muss. Genau. Also nehme ich jetzt, man kann durchaus erwarten, dass über das Europäische Parlament verstärkt eigentlich auch Mittel freigegeben werden, das Thema Integration stärker voranzutreiben. Mhm. Und das Parlament ist zusammen mit der Kommission eigentlich Katalysator, um diesen Prozess der Willkommenskultur und den Prozess einer Asylgesetzgebung und auch Migrationsgesetzgebung hier voranzubringen. Diejenigen, die das blocken, sind aktuell die Regierungschefs. Ja, das sind die nationalen Regierungen, die sich hier dagegen aufbäumen. Und glücklicherweise gibt es jetzt den Vorstoß, eben beispielsweise die
10 Länder, so hat es jetzt begonnen, die jetzt ihrerseits sagen, wir gehen das gemeinsam an, das, was wir beschlossen haben. Das muss verstärkt werden und hier gilt es einfach, standhaft zu bleiben. Und ich bin erstmal zuversichtlich, dass es klappen kann. Mhm. Wenn wir uns überlegen, ich komme selber, wie Sie gesagt haben, aus Mecklenburg, ich bin im Sozialismus groß geworden. Dass wir beide heute hier sitzen, hätten wir uns wahrscheinlich nicht gedacht, um über europäische Themen, in denen wir jetzt selber mit Verantwortung übernehmen. Das heißt, wir haben den Sozialismus überstanden, Europa war geteilt. Genau. Wir sind sehr viel weitergekommen. Wir haben den höchsten Grad an Rechtsstaatlichkeit und an Frieden auf diesem europäischen Kontinent. Wir sind in weiteren Gesprächen mit den Ländern, die noch nicht Mitglied in der Europäischen Union sind. Und von daher ist schon viel geschafft worden. Das heißt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern die Hürden gemeinsam zu nehmen, die sind schwer, so wie ich davor gesagt habe, hat sich auch Deutschland auf Jahrzehnte verweigert, auch gerade konservative Parteien hier als Einwanderungsland das anzuerkennen. Diese Länder, die bis jetzt noch gar nicht diese Diskussion geführt haben, müssen von 0 auf 100 anerkennen, dass wir Einwanderungskontinent sind, denen sie zugetreten oder beigetreten sind und wo wir solidarisch miteinander diesen Prozess jetzt angehen müssen. Genau. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Aspekt, dass man diesen Prozess auch gemeinschaftlich in Europa zu tragen hat und wo man eben keine Nationalstaaten mehr irgendwie ihren eigenen Gang gehen lassen sollte. Ne? Mhm. Das muss irgendwie was wirklich ein Schulterschluss irgendwie stattfinden. Mhm. Ich will jetzt mal auf das Thema, weil wir zum Abschluss kommen, Willkommenskultur nochmal hinlenken. Was uns dazu bewegt, ist ja eigentlich eine traurige Situation. Menschen verlieren ihre Heimat, Menschen bewegen sich auf der Flucht. Mhm. Wir haben gehört, 60 Millionen Menschen sind gegenwärtig irgendwo in der Welt unterwegs und suchen nach einer neuen Heimat, weil sie eben dort nicht mehr leben können, in der sie ursprünglich entstammen. Also muss man auch wie eine Möglichkeit finden, wie man diesen Flüchtlingsströmen vor Ort in irgendeiner Form helfen kann. Und da ist jetzt meine Frage, wie die EU eigentlich das Thema angehen möchte oder das Thema sieht. Vor Ort wirksam zu sein. Also jetzt mal, wir verlassen jetzt mal die Grenzen Europas in Blick nach innen, sondern krempeln uns jetzt mal nach außen um und schauen einfach mal, wie sich die EU eigentlich auf diesem Globus stark macht, Konfliktherde zu beseitigen und mit Verantwortung zu tragen, dass dort Frieden einkehrt in diesen Gebieten. Das habe ich zum Anfang kurz umrissen, als ich sagte, dass ich auch im Entwicklungsausschuss arbeite. Mhm. Und das sind genau die Situationen. Wir erleben, dass Entwicklungspolitik und fairer Handel kommunalpolitische Auswirkungen hat. Da, wo die Menschen nicht zu essen haben, da, wo sie keine Perspektive haben, da, wo Kriege dadurch auch entstehen, weil wir instabile demokratische Situationen haben, wo Korruption einhergeht mit Waffenhandel und Drogenhandel, mittlerweile auch durch radikal islamische Gruppen. Und aus dieser Situation heraus gibt es viele Menschen, die dann flüchten. Und hier heißt es, neu umsteuern, querdenken und es wirklich anzugehen. Keine Lippenbekenntnisse zu machen, sondern beispielsweise fairen Handel auch neu zu bedenken. Das betrifft beispielsweise die Situation, dass wir in Tunesien, einem Land, wo die demokratische Entwicklung tatsächlich nach dem sogenannten arabischen Frühling begonnen hat, die Möglichkeit geben, in der Tat auf dem europäischen Markt auf Fuß zu fassen. Das heißt beispielsweise, dass Agrargüter hier besser gehandelt und überhaupt gehandelt werden können und wir dort solidarisch sein müssen. Es geht darum, und da ist Europa aktiv geworden, es gab einen Gipfel auf Malta, in dem ein Afrika-Fonds aufgelegt wurde von der Europäischen Kommission auf 1,8 Milliarden Euro, wo gehofft wurde, dass die Mitgliedstaaten dementsprechend nachziehen. Das ist noch längst nicht der Fall. Aber hier versucht die Kommission und das Europäische Parlament den Regierungschefs, dem Europarat, ganz klar aufzuzeigen, wir müssen mehr tun. Und zwar in der Berufsausbildung für diese Menschen, in den Gesprächen mit den Regierungen. Wir müssen selber unsere Korruption zurückfahren. Wir sehen selber beispielsweise bei der FIFA, wie stark das Korruptionsgeflecht auch bei uns in der westlichen Welt ist. Und vor dem Hintergrund müssen wir vor der eigenen Haustür kehren. Wir können beispielsweise Steuerströme anders lenken. Wir können das, was wir jetzt selber mit anderen ausländischen Unternehmen, amerikanischen Unternehmen in Europa stärker fördern, dass da, wo Sachen erwirtschaftet werden, auch die Steuern bleiben. Hier brauchen wir eine gerechte Steuerpolitik, die, wenn sie wirklich funktioniert, sehr viel wichtiger sind als ein langes Ziel, 0,7% Entwicklungszusammenarbeit endlich aufzubringen. Das ist vom Bruttoinlandsprodukt 0,7%, was ausgegeben werden soll für Entwicklungszusammenarbeit. Darauf haben sich
auch die europäischen Staaten geeinigt. Deutschland ist ja nicht mit dabei. Wir haben 4 Länder in Europa, die das machen. Und ich bin aber sehr froh, dass die Bundeskanzlerin das in New York dieses Jahr verkündet hat und hoffe, dass es schnellstmöglich umgesetzt wird, am besten noch vor der nächsten Bundestagswahl. Da werden wir sehen, ob die 0,7% wichtig sind oder nicht. Aber hier muss Deutschland mehr tun, hier müssen wir mehr Verantwortung zeigen. Und die Handelspolitik ist interessanterweise keine nationale Politik, sondern freier Handel ist europäische Politik. Und hier müssen wir neue Standards setzen, damit in den Ländern das Geld bleibt, was erwirtschaftet wird und wir nicht nur aus den Ländern die Rohstoffe ziehen, hier veredeln, dann verkaufen. Hier braucht es mehr Teilung und Habbare. Und von daher heißt es auch, dass wir allein durch faire Steuern, Finanzpolitik den Ländern ermöglichen, überhaupt demokratisch sich weiterzuentwickeln als Staaten und damit auch Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze schaffen. Genau. Und die Ausbildung von Frauen. Was sehr, sehr wichtig ist, in vielen dieser Länder haben die Frauen längst nicht die gleichen Chancen wie die Männer. Die Frage der Mikrokredite, die vergeben werden können, auch über Entwicklungszusammenarbeit, das heißt, wenn jemand eine Näherin ist, eine Nähmaschine zu kaufen oder einen kleinen Ackerbau zu betreiben, da sind die Frauen... Gerade besonders kreditwürdig. Ne? Kreditwürdig, da sind sie besser. Ich weiß nicht, ob die Finanzkrise so gewesen wäre, wenn wir mehr Frauen auch in den großen Spitzenverbänden und in den Banken haben. Mhm. Aber es geht darum, genau hier die Möglichkeit zu geben, auch über Bildung überhaupt einen Schulabschluss zu schaffen, auch bei Frauen, und über Beratungsmöglichkeit, auch was die Familienplanung angeht, hier eigene Perspektiven zu schaffen. Nicht, dass sie durch die Situation, früh Mutter zu werden, dann aus der aus ihrem Bildungsablauf rausgerissen werden und damit weniger Möglichkeiten haben, auch sich in der teilweise in vielen Ländern absolut männerdominierten Welt durchzusetzen und gleichwertig zu entwickeln. Auch hier muss Entwicklungszusammenarbeit sehr viel mehr tun. Ja. Und das sprechen wir im Europäischen Parlament an. Und ich hoffe, wir haben dieses Jahr das Europäische Jahr der Entwicklung, insofern interessant, wo es nur um Entwicklungspolitik hauptsächlich ging. Und hier müssen alle Länder, die sich auf einen Prozess bis 2030 geeinigt haben, das sind die entwicklungspolitischen Ziele, gemeinsam erarbeiten, dran arbeiten. Das Interessante an diesem Ergebnis 2030 politischen Entwicklungsziele ist, dass es nicht nur um die Entwicklungsländer geht, sondern auch um unsere Politik an diese Länder, sodass wir gleichzeitig und ebenbürtig aufgefordert sind, uns an die eigene Nase zu fassen, was wir besser machen können, damit diesen Ländern ebenfalls eine Entwicklungsperspektive gegeben wird. Ja. Herr Lietz, ich fand das sehr interessant. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Dass Sie den Weg hierher gefunden haben nach Dessau. Wenn Sie wieder unterwegs sind, wo auch immer in dieser Welt und in Europa, dann vergessen Sie Dessau-Ostlau nicht. Das mache ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe viele Gespräche geführt für das Jubiläum, was auch hier ansteht. Ja? Wir haben ja 2019 100 Jahre Bauhaus. Und vor dem Hintergrund gibt es viele europäische Staaten, die auch einen Bauhaus-Hintergrund haben, auch in meiner Funktion zu Israel. Tel Aviv hat viel Bauhaus. Ja. Da spreche ich überall an und das ist ein ganz toller Brückenschlag, manchmal mit Menschen ins Gespräch zu kommen über die Kultur. Richtig. Und von daher steht dieses Jubiläum nicht nur hier in der Stadt an, sondern das ist ein europäisches Kulturjubiläum. Und auch da engagiere ich mich in dem Themenbereich Tourismus. Ich bin Mitglied noch in einem kleinen Ausschuss, der unter 100 Abgeordneten gefunden wurde, nämlich Tourismus und europäisches Kulturerbe. Das Bauhaus gehört mit dazu und von daher bringe ich mich auch da in Brüssel für Dessau-Roßlau mit ein. Genau, sehr schön. Ja. Dann bedanke ich mich. Weiterhin viel Erfolg in Ihrer Arbeit. Bis demnächst irgendwann. Jawohl, herzlichen Dank.